eines Nachmittags war eine junge Prinzessin auf dem Bad. Sie war auf ihrem Handy sprechen, als sie zu der Toilette ging. Sie ließ ihr Handy in der Toilette. Ja, ja, wirklich. Und du auch? Ach du lieber Gott, mein neues iPhone. Hallo, schönes Mädchen. Was ist los? Mein neues iPhone ist in einer Toilette. Wirklich? Oh ja. Ich kann für dich dein Handy holen. Wirklich? Du kannst für mich es tun? Ja. Aber musst du für mich einen neuen Auto geben? Nein, hier jetzt! Tut mir leid, ich kann leider nicht. Du musst für mich einen neuen Auto und einen neues Computer. Ja. Nein, ich will es jetzt! Ich kann leider nicht. Du musst für mich einen neuen Auto und ein neues Computer und ein neues Xbox. Ja. Was? Aber... Für alles dies, ich kann für dich dein Handy holen. Egal. Der Frosch springt in der Toilette. Er kommt aus der Toilette mit das iPhone. Ich habe für dich geholfen. Du musst jetzt für mich helfen. Ein neues Auto und ein neues Computer und ein neues Xbox. Okay. Du kannst meinen Computer und Xbox haben. Papa kann ein anderes Auto kaufen. Ist sehr reich. Sehr reich. Interessant. Kann ich nach Ihrem Hause kommen? Ja, das ist fantastisch. Gut, gut. Meine Tochter, warum bist du so spät? Mein Handy ist in die Toilette gefallen. Hallo, ich heiße Heinz. Ich habe das Handy geholt. Dankeschön. Das ist sehr teuer. Ich habe ihm ein neues Auto gesprochen. Was? Das ist verrückt. Aber er hat das Handy geholt. Gut. Er hat dem Handy bekommen. Vielen Dank. Ich will auch. Gell, das Handy ist sehr teuer. Gut. Ach du lieber Gott! Der Frosch hat einen Mann umgewandelt. Ach du lieber Gott! Danke. Das ist eine Frau, ja? Sie ist fantastisch. Ach nein. Aber... Sie ist schön. Sie ist meine Frau. Wenn ich sie nicht haben kann, würde ich sie nehmen. Ja? Jetzt bist du mein Vater, Maggie. Ein Handy, Computer, Xbox, Auto und Kleidung geben. Bitte? Du bist meine Tochter? Ja. Oh, Mensch. Ah!
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oder nicht. Danke.